Ganz herzlich willkommen zu einem Aktionär-TV-Interview. Die Finanzbranche steht jetzt bei uns im Fokus und deshalb an meiner Seite Fabian Stribin. Schön, dass du da bist. Hallo Marco. Wir starten mit der Deutschen Bank in die Sendung. Charttechnisch sieht es nicht so gut aus, wirst du auch gleich noch drauf eingehen. Aber es gibt auch was fundamental Neues. Rechtsstreitigkeiten wurden mal wieder beigelegt. Um was geht's genau? Genau, es sind jetzt keine großen Fälle, aber letzte Woche beispielsweise hat man in den USA einen Vergleich geschlossen mit Investoren. Mehrere Banken, auch aus den USA selbst, standen dort im Fokus, weil es mal wieder um Manipulationen bei den Preisen von Anleihen gegangen ist. Da die Deutsche Bank 48,5 Millionen Dollar gezahlt. Kleinvieh macht auch Mist. Und es gab jetzt eben letzte Woche einen Bericht, dass die Deutsche Bank im abgelaufenen Quartal, im zweiten Quartal 100 Millionen Euro aus einer Rückstellung als Sondergewinn verbuchen konnte. Es ging um einen alten Fall, und zwar um den der Quelle-Erbin Madeleine Schickedanz. Man hat 2009 die Privatbank Saal Oppenheim übernommen als Deutsche Bank, und Frau Schickedanz hatte eben mehrere Rechtsstreitigkeiten gegen Saal Oppenheim laufen. Die hat die Deutsche Bank sich quasi eingekauft gegen die Deutsche Bank, dann letztlich als Käuferin von Saal Oppenheim und andere Geschäftspartner. Liefen dann Forderungen von knapp 2 Milliarden Euro, die Frau Schickedanz wegen Falschberatung zurückhaben wollte. Am Ende hat sie wohl nur einen mittleren zweistelligen Betrag bekommen. Den Großteil davon soll dann die Deutsche Bank gezahlt haben. Und so konnte man dann eine Rückstellung auflösen. Also wir sehen, auch wenn es nur kleinere Fälle sind, nach dem Hypothekenskandal im Herbst letzten Jahres ist CEO John Grine trotzdem weiterhin bemüht, hier klar Schiff zu machen. Aber wie du schon gesagt hast, ein Blick auf den Chart zeigt, dass die Investoren sehr skeptisch sind in letzter Zeit. Es hat sich hier der Abwärtstrend weiter beschleunigt, der eigentlich schon seit Anfang des Jahres anhält. Hier zuletzt noch an Schärfe gewonnen. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass wir fast hier genau auf dem Ausbruchsniveau sind vom vergangenen Winter, als sich abzeichnete, hier im November sehen wir das, dass die Deutsche Bank jetzt kurz vor einer Einigung steht bei diesem Hypothekenstreit in den USA, wo am Anfang eben 14 Milliarden Dollar gefordert wurden. Und es wäre jetzt eben sehr bitter, wenn man ausgerechnet unter diese Unterstützung fällt, weil eben dieser Skandal ja abgehandelt wurde mit nur 7 Milliarden, die man gezahlt hat, andere Rechtsstreitigkeiten beigelegt wurden. Wir hatten eben hier im April die Kapitalerhöhung, die Deutsche Bank steht jetzt mit über 14% hartem Eigenkapital deutlich besser da als eben noch im Winter. Aber wir sehen eben, die Anleger honorieren das nicht. Der Grund ist eben auch die schwache Entwicklung bei den Erträgen, die sich im zweiten Quartal gezeigt hat. Da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, dass das eben an den Kunden liegt, die damals das weitergesucht haben aus Angst, was aus der Deutschen Bank wird. Auch schon mehrmals drüber gesprochen haben wir eben, dass diese Kunden schon größtenteils zurückkommen, aber es dauert eben, bis sich das in der Bilanz zeigt. Mein Rat hier ist jetzt genau zu beobachten, was die Aktie macht. Wird jetzt hier weiter ein Abverkauf stattfinden, dann wäre eben die nächste Unterstützung hier im Bereich von 12,90 Euro. Mhm. Und wenn die nicht hält, dann sind wir eigentlich schon bei unserem Stoppkurs von 12,50 Euro. Aber wie auch immer, in solchen Fällen kann es sein, dass ein scharfer Rebound stattfindet und wir hier diesen Widerstand letztlich ansteuern bei 14,70 Euro. Also wer investiert ist bei der Deutschen Bank, sollte jetzt noch dabei bleiben, weil charttechnisch kann es eigentlich nur besser werden. Wer noch an der Seitenlinie steht und überlegt, ob er investieren soll, der sollte auf jeden Fall abwarten, bis hier die 200-Tage-Linie bei 15,70 Euro deutlich überschritten wird. Bei der zweiten Deutschen Bank, bei der Commerzbank, sieht es ja charttechnisch schon deutlich besser aus, wie wir jetzt auch gleich hier im Jahreschart natürlich sehen werden. Und man hat jetzt eine neue Ruhestandsregel mit den Mitarbeitern getroffen. Wie sieht die genau aus? Genau, es geht eben um einen Teil dieser 9.600 Mitarbeiter, die man bis 2020 entlassen möchte. Das ist ja diese Strategie, die im letzten Herbst vorgestellt wurde. Hintergrund ist einfach, dass die Commerzbank tatsächlich zu einer digitalisierten und digitalen Firma werden will. Man denkt da tatsächlich an Firmen aus dem Technologie- und Softwarebereich, die man irgendwo
hier kopieren möchte. Und dafür müssen natürlich Mitarbeiter gehen, weil auch einfach die Kostenquote viel zu hoch ist. Wir sind derzeit bei 80%. 66% peilt die Commerzbank dann eben 2020 an. Und der Schnitt in der Eurozone liegt etwa bei 60% bei den Wettbewerbern. Also hier ist noch viel zu tun. Umso erfreulicher eben, dass jetzt von knapp 3000 Mitarbeitern, die man angesprochen hat, die vom Alter her ab Mitte 50 für Vorruhestandsregelungen in Betracht kommen, knapp 1100 Mitarbeiter das Angebot angenommen haben und mit der Rückstellung von knapp 800 Millionen Euro, die im zweiten Quartal gebucht wurde, wurden hier schon eben die größten Belastungen rausgenommen. Hier sollte es jetzt eben keine bösen Überraschungen mehr geben für die Gewinne in den laufenden Quartalen. Und weiterhin ist es eben so, dass im Vergleich zur Deutschen Bank sich die Commerzbank charttechnisch sehr gut hält. Wir haben hier bei 11,14 Euro jetzt auch einen kurzfristigen Abwärtstrend. Allerdings steht die Aktie jetzt eben kurz vor dem Ausbruch, beziehungsweise die Unterstützung bei 10,70 Euro nach unten wird getestet, dieses fallende Dreieck. Und es wäre jetzt eben extrem bullisch, wenn die Aktie hier ausbricht. Wer noch nicht investiert ist, sollte darauf warten, dass wir hier über diese 11,15 Euro gehen, aus dem kurzfristigen Abwärtstrend ausbrechen. Alle anderen bleiben dabei. Es sieht eben, was den Konzernumbau angeht und auch fundamental vom charttechnischen Bild her sowieso besser aus als bei der Deutschen Bank. Der Stopp liegt hier bei 9 Euro. Mhm. Da sind wir eben auch noch ein ganzes Stück entfernt und das Ziel bei 14 Euro. Auch bei der Allianz, unserem dritten Wert, hast du dich ja zuletzt eigentlich nur positiv geäußert, hast auch vom super Jahr 2017 gesprochen. Du bleibst optimistisch, nehme ich an. Ja, ich bleibe auf jeden Fall hier sehr optimistisch, weil jetzt auch in der vergangenen Woche die Allianz Deutschland, die größte Tochtergruppe, die ungefähr 25% zu den Prämieneinnahmen des Gesamtkonzerns beiträgt, ihre Zahlen geliefert hat. Hier hat man mit knapp 910 Millionen Euro auch einen ordentlichen Gewinn abgeliefert im zweiten Quartal. Und CEO Oliver Bäte vom Gesamtkonzern Allianz peilt ja beim operativen Ergebnis 11,3 Milliarden auf Jahressicht an. 2017, das wäre so viel wie noch nie. Und wir sehen auch hier, dass sich der Kurs sogar noch besser gehalten hat als bei der Commerzbank. Wir hatten ja jetzt im Gesamtmarkt in den letzten Wochen das Thema Nordkorea-USA, dieser Konflikt, der starke Dollar. Der DAX ist auch deutlich gesunken, aber die Allianz hält sich hier wacker, zeigt relative Stärke. Und es ist jetzt so, dass hier diese Marke von 183,40, dieser Widerstand, eigentlich der einzige ist, der uns noch im Weg steht, bis wir hier dieses Verlaufshoch vom August, das war ein 15-Jahres-Hoch bei 187,40 Euro, wieder ansteuern könnten. Wir haben unser Kursziel auch erst kürzlich erhöht auf 240 Euro und bis Ende des Jahres, denke ich, sind auf jeden Fall noch die 200 Euro drin. Der Stoppkurs verbleibt aber bei 160 Euro. Hier kann man dabei bleiben oder neu einsteigen. Ich denke, die Aktie wird sich eben, wie gesagt, bis Jahresende noch sehr gut entwickeln, zumal das KGV von 11 auch eines der günstigsten der Versicherungsbranche ist. Dann machen wir jetzt abschließend noch einen kleinen Abstecher ins Ausland. Wir schauen auf die Intesa Sanpaolo. Wir haben schon seit einigen Wochen nicht mehr darüber gesprochen. Zuletzt stand die Übernahme zweier Krisenbanken im Fokus. Was hat sich denn seitdem alles getan? Ja, fundamental hat sich jetzt nicht so viel getan bei der Bank. Die Quartalszahlen liegen ja auch schon länger zurück. Über die hatten wir zuletzt gesprochen. Allerdings sehen wir charttechnisch, dass die Aktie jetzt eben hier daran ist, diesen Widerstand bei 2,90 Euro herauszunehmen. Dann könnten wir bis 3,30 Euro laufen. Da liegt der nächste Widerstand. Das Kursziel liegt bei 4 Euro. Und es könnte jetzt eben sein, dass die Aktie weiter anspringt, zumal am Freitag diese Woche in Jackson Hole in den USA bei dem diesjährigen Notenbankertreffen Mario Draghi eine Rede hält und hier wird erwartet, dass er vielleicht neue Hinweise darauf gibt, wie die EZB jetzt im nächsten Jahr mit ihrer Geldpolitik verfahren will, ob sie jetzt strafft und beispielsweise die Anleiheaufkäufe zurückfährt. Und die Intesa Sanpaolo sollte generell auch jetzt von der besseren Wirtschaftslage in Italien profitieren. Die italienische Notenbank beispielsweise hat zuletzt ihre Schätzung für das erwartete Wachstum für 2017 erhöht und rechnet jetzt hier mit 1,4% und das wäre eben der höchste Wert in den vergangenen 10 Jahren. Die Aktie ist mit einem KGV von 14
nicht teuer. Die Peer Group liegt bei, in Italien bei 15. Die Dividendenrendite liegt bei über 6%. Also hier können Schnäppchenjäger, die gerne auch eine Dividendenausschüttung vereinnahmen wollen, zugreifen. Und die gute Konjunktur in Europa sowie Signale von der EZB könnten hier eben schon bald dafür sorgen, dass es deutlich höher geht. Das war's schon wieder für heute. Vielen Dank für deine Einschätzungen. Gerne. Danke auch Ihnen. Bis zum nächsten Mal, wenn Sie mögen. Tschüss und auf Wiedersehen.